Die Strecke ist bei den Fahrern auch wegen des hohen Schwierigkeitsgrads beliebt. Es gibt zwei lange Geraden mit tollen Überholmöglichkeiten und eine sehr komplexe 360-Grad-Kurvenkombination hinter der Start- und Ziellinie. Ja, China steht an, es ist eine beliebte Strecke bei den Teams, nur nicht bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber für mich ist das einfach keine schöne Strecke, wo ich sage, oh, das könnte tückisch werden. Zum Beispiel hier die Kurve zum Rausbeschleunigen, aber ich hasse sie, wenn du da gar keinen Grip hast. Deswegen, ich glaube, das wird auch wieder zur reinen Teststrecke, nachdem in Malaysia schon nichts funktioniert hat. Drifte zur Straßenmitte. Ob der gehört, ich soll zur Straßenmitte da driften? Das ist mir ja komplett neu bei der Kurve. 42,8, das geht besser. Mary stört mich hier vorne. Hülkenberg ist auch schon eine Zeit gefahren. Ich habe jetzt auch Kevin Seiler wollte das, glaube ich. Ne, Lukas Ostermann, Entschuldigung, Lukas Ostermann. Wollte sich die komplette Streckenkarte anmachen. Die habe ich jetzt an unten links. Einfach auch zur besseren Übersicht. Also erste Kurve wahrscheinlich gar nicht so schlecht zu fahren. Aber jetzt mal rausbestimmen, da verliere ich halt die Zeit. Ja, deutlich. Guck mal ab, wie viel Wagenlängen der Raikkonen jetzt schon wieder Vorsprung hat. 28,1 ist eine gute Zwischenzeit. Ja, und wieder, ich gebe kaum Gas. Und das Auto bricht schon wieder da aus. Meine Fresse, nochmal Auto, ey. Jetzt benimm dich mal. Ja, ich weiß, das Meckern geht schon wieder los. Aber die ganze Zeit gebe ich genau so Gas und das Heck bricht nicht aus. Kurvenschalte verpasst, das darf man auch nicht mehr. Also so dermaßen den Kurvenschaltepunkt verpassen und tschüss. Jetzt habe ich wieder ein Problem, ist da wieder ein Stevens vor mir. Ja. Muss ich wieder mehr daran... Das kann ja nicht sein, das habe ich nie über jemanden vor mir im Training, ja. Jetzt habe ich zweimal den Stevens vor mir. Dir gebe ich keinen Platz, Kollege. Ja? Da bin ich eiskalt geworden, wie ihr. Ihr gebt mir auch nicht immer überall Platz. Beim Überrunden zum Beispiel habe ich das gemerkt. Immer noch. Ja, passt schon. Einfach ein bisschen aggressiver wieder fahren, dann klappt die ganze Kacke oder was. Nur Grip auf die Ideallinie oder was? Das habe ich jetzt sehr deutlich gespürt. Noch mehr hier Fachkunde oder was? Das, was du mir da erzählst, das wusste ich auch schon. Okay, das ist, wenn man die Boxengasse auch mal üben möchte. Da lässt man mal ein paar Teile liegen. Hier ist noch Kies, das ist ein Federcode, Masters. Im Qualify, wie schwierig. Ich bin gerade heute müde, ich bin gerade aufgestanden, ey. Was ich mich eigentlich jedes Mal auch frage, und deswegen begrüße ich erstmal recht herzlich zurück zu Let's Play Formel 1 2015, ob dieser Stefan Römer eigentlich irgendwas mit der Formel 1 zu tun hat. Er hat ja, also er ist Künstler, das habt ihr mir schon geschrieben, aber hat der Ahnung von der Formel 1? Interessiert er sich für die Formel 1? Das würde mich auch mal gerne interessieren, ja. Um zu schauen, wie fahren die? Mal gucken, wie das mit den weichen Reifen sich fahren lässt hier. Vielleicht sogar deutlich angenehmer für mich. Boah, oder auch nicht. Stimmt, der soll die Reifen nur aufwärmen. Das vergesse ich auch noch jedes Mal. Ja, also im China-Training. Die beiden prügeln sich schon mal, dann lasse ich die mal in Ruhe weiter prügeln. Ja komm, Rosberg, fahr doch nochmal dran. Fahr vorbei und fahr mir nicht in die Karre rein. Das glaube ich jetzt nicht. Also wenn ich da jetzt für eine Strafe... Der fährt mir also, der ist mir doch voll in die Karre reingefahren. So, das ist zwar eine Verwarnung, aber die Rundenzeit gilt noch. Ja. Das ist das Kuriose. Erst wenn diese schwarz-weiße Flagge da oben zu sehen ist, dann geht die Runde nicht mehr. Das bedeutet, das Spiel schaut ganz genau. Hat mir das jetzt was gebracht oder hat mir das jetzt nichts gebracht? Alter! Null Grip, aber auch wirklich null.
Nicht, dass das hier der nächste Bug ist, weil dann schmeiße ich dieses Spiel echt weit aus dem Fenster raus. Hört sich jetzt knallhart an, ist aber irgendwo so. Also, wenn man nicht mal Fett, Skalot und Mager richtig programmieren kann, weil ich das Gefühl habe, der gibt hier nicht ordentlich Gas. Ist der Motor halb im Arsch oder was? Ach, der ist rot. Dann stimmt das ja wirklich doch, was da manche geschrieben haben. Dass man auch noch auf den Motor auch noch achten muss. Ja, Prost Mahlzeit. Ich kann es eigentlich immer noch nicht glauben, dass Kuhlmanns es echt geschafft hat, daraus eine Simulation zu machen. Ja. Das ist unfassbar eigentlich. Ey, ne, das wird wieder ein rabenschwarzes Wochenende. Das wird wieder ein rabenschwarzes Wochenende. Wir haben noch 8 Minuten. An China hatte ich noch nie gute Erinnerungen. Ich weiß auch nicht warum. Also China, das hat sich so eingebrannt im Gehirn. Da werde ich nie was reißen können. Dann kriege ich doch nicht gekühlt. Jetzt kriege ich die Reifen nicht auf Temperatur. Was ist denn das? 1,2. Keine Verbesserung. Also ich bin im ersten Sektor mit weichen genauso schnell wie mit den harten. Also wenn ich da einen null Unterschied spüre. Null. Auf einmal fahre ich doch mal eine 41er Zeit. Wahnsinn. Und ich habe schon wieder einen Merit vor mir. Was ist denn das? Jetzt habe ich sogar Stevens noch überholt. Ja, das gibt es doch nicht. Quert wieder nur auf der 6. Also mit Quert haben sie irgendwie was vergeigt. Oder mit Red Bull allgemein. Das war gestern ein enttäuschender Tag für Fernando Alonso. Er startet weiter hinten im Grid, als er es wohl erwartet hatte. Aber trotz allem scheint er heute noch auf ein starkes Ergebnis zu hoffen. Und wer ihn kennt, weiß, dass man ihn nie abschreiben darf. Alonso ist gut beim Starten. Er wird versuchen, in der ersten Runde ein paar Punkte wettzumachen, um somit auf eine für ihn vertrautere Position zu kommen, die wir von ihm gewöhnt sind. Ja, ist klar, ihr beiden Kommentatoren. Okay, da vorne ist Button. Ja, so kann der Skat immer verlaufen, so habe ich ihn mir ungefähr auch vorgestellt. Oh, jetzt habe ich versucht, das hier innen zu lösen. Perez ist noch in mir, kommt die Hand raus. Ja, ich habe es kommen sehen. Das ist kracht. Aber es ist nichts passiert. Ich kann sogar kontern, kann ich. Oh, 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 oh. Hier wird empfohlen, im zweiten Gang durchzufahren. Vergiss es. Ja, also, wieso stecht man auch da rein, Maldonado? Ja, damit rechne ich nicht. Dass man da noch reinsticht. Ich sollte noch einen guten Grip haben. Ja, merke ich. Wir haben mal beim Rausbeschleunigen, ja, habe ich wirklich gemerkt. Ich fände es ja lustig, dass ihr hier schon über eine zweite Saison teilweise diskutiert, ja, in welchem Team ich die fahren soll. Wir sind nicht mal ansatzweise mit der ersten durch. Ja, man redet nur einige schon von zweiter Saison, was du Maldonado und was weiß ich noch alles. Junge, 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 denke ich mir jedes Mal nur, ist die Saison schon so langweilig. Ey, jetzt übertreib mal nicht. Mein Gott, Auto. Los, los, los. Ja, passt schon. Vor allem ist es Stevens, der da ein Problem bekommt, ja. Das wird China wird nie meine Strecke werden, genauso wie Malaysia. Das sind so zwei Strecken. Oh. Ich könnte jetzt echt das Spaß hier attackieren, was ich auch mache. Und ein bisschen Unterhaltung. Alter. Hast du alte, kaputte Reifen drauf, Hamilton? Wetterbericht? Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Ja, was ist denn das da wieder mal? Kaputt, also über die Schränktempo sagt er zum Beispiel auch nichts, ob es kälter geworden ist oder nicht. Den Simulationsdaten nach solltest du allmählich Abnutzungserscheinungen deiner Reifen bemerken. Kannst du die Simulationsdaten einfach mal wegschmeißen? Ja. Ich frage mich eh gerade, welche Simulationsdaten. Also für den Motor haben wir ja kaum welche. Warum Box? Hast du was geraucht? Oder ging das an den falschen Fahrer? Alter, das hätte ich eine Strafe geben müssen. Zwei. What?
Hochschalten, Philipp, hochschalten. Wenn das Auto ausbricht, hochschalten. Vom Reifenflüsterer wird zum Reifenkiller. Ich schieße den fast ab, weil er so was von früh bremst. Guck mal, der ich ramm die aber auch hier sofort, ne? Also die bremsen, also in Kurven haben sie im einen, also sie haben die auf den Geraden saumäßig stark gemacht, die Traktion wieder gesehen. Also ruhig aggressiver wieder fahren, aber früher, also das geht viel über Schalten. Also da stelle ich mir automatisch ja Katastrophe vor. Seht ihr auch hinten, du kannst wirklich ein bisschen fest aufs Gas hochtreten. Ja, so fest dau wieder nicht, so dass du halb abfliegst. Würde ich DS aktivieren, haha. Weil ich sie nicht hab. Kann ja sagen Boxenstopp. Falsche Taste gedrückt. Moment. Wieder falsche Taste gedrückt. Boxenstopp. Warte mal, wieso gehst du das so dermaßen in die Eisen ganz kurz? Wenn ich darf, machen wir den Dreikampf raus. So. Und beiden wieder vorbei. Also ich kann schon gegen die KI fahren, ja. Wo war ich da? War ich da wegen den einen Vierrädern neben der Strecke? Dann müsste sie mir die Nachricht kommen, aber ich glaube, es war nicht der Fall. Alter Auto! Das weiß ich auch wieder krass. Wie wenig Grip dieser Reifen haben. Und guck schon mal, was mich das gekostet hat. Frag mich mal. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wer ist hier wirklich wem in die Karre reingefahren? Ja, dumm gelaufen, würde ich mal sagen, ne? Dumm gelaufen. Bugs, die ja aufgezählt werden, ja, jedes Mal von mir. Also ich zähle mittlerweile die Bugs. Ja, also in der Skaldurchstellung war ein Bug drin mit den Anzeigen. Dann kommen hier die blauen Flaggen, sind nicht in Ordnung. Daraufhin macht die KI auch nicht Platz und verteidigt sich quasi noch gegen ein. Ich sag eine fette Meere-Kollision in Australien. Warum? Schon wieder. Guck mal, der ist immer noch nicht dran. Ich soll ihn schon längst vorbeilassen. Warum? Sobald die Formel 1-Reihe auch eigentlich. Die war nie eine Reihe, wo man es gesagt hat, das kaufen sich jetzt nur Leute, die nur auf Simulation aus. Optional was einzubauen, eine Karriere. Ja? Was ist eine Karriere? Eine Karriere ist schnell zu programmiert. Wenn ich hier eine Meisterschaftssaison einbauen kann, kann ich auch eine Karriere einbauen. Also das ist klar halt meine Meinung dazu über die Karriere. Genauso wie Koop-Modus. Warum nimmt man den Koop-Modus raus? Der Koop-Modus war auch für viele einfach nur der Kauf von diesem Spiel, weil man mit seinem besten Freund einfach mal zusammen die Saison rocken kann. Das kannst du jetzt hier nicht mehr. Wieso kann ich mir eigentlich gegen den Quer so lange verteidigen? Ich glaube, ich sollte mir wirklich mehr erzählen, dann ist das automatisiert hier mit dem Gas geben. Oder auch nicht. Bitte nicht in die Karre fahren. Danke. Und hier fehlt eine Karriere. Du kannst dich nicht hocharbeiten. Du kannst nicht von einem kleinen Team, du bist gezwungen, jedes Mal eine neue Saison anzufangen. Du hast... Wo ist da die Langzeitmotivation? Die fehlt doch. Wieso fährt der Mann eine Sekunde schneller als ich? Vor allem, oh, wo? Das geht nicht in meinen Kopf rein. Der überholt mich, glaube ich, wirklich noch, oder? Jetzt noch einmal. Was erzählst du mir davon, dass wir Sprit sparen müssen, ey, ganz ehrlich. Der erzählt eine Scheiße, da kannst du am Anfang echt alles rausposaunen, nur um dich gegen die KI zu verteidigen. Von der schnellsten Runde war ich sogar nicht weit weg von ihm. 42.1 gegen 41.8. Aber jetzt gleich außen rum. Ohne große Kollision, zack, zack, zack. Obwohl ich so einen weiten Weg habe. Sieht doch alles schön in einer Reihe aus, ja. Das kann man ja echt nicht sagen. Schöne Kamera. Da griff. Ah, da hat schon Kimi Räikkönen angegriffen. Wie sie alle rausziehen.